Herzlich willkommen zu Shutout, dem Eishockey-Magazin. Im ersten Spiel der zweiten Saisonhälfte trafen die Eispiraten auf den Tabellendritten die Füchse Duisburg. Neben dem langzeitverletzten Mischkowski fehlte auch Torhüter Todd wegen einem angebrochenen Finger. Die Verletzung hatte er sich unter der Woche im Training zugezogen. Radek Witt musste wegen einer Muskelverhärtung pausieren. Vierter Lizenzspieler Sascha Martinovic wurde von den Hamburg Freezers gebraucht und steht dem EDC am Wochenende nicht zur Verfügung. Grimmitschau startet gegen die Favoriten mit einem Angriff über Mark Smith, der die Scheibe knapp übers Tor schießt. Abgesehen von dieser Chance bestimmte Duisburg das erste Drittel. Ein Grund dafür waren zahlreiche Unterzahlsituationen, welche die Eispiraten zu überstehen hatten. So war Grimmitschau in dieser Situation nur mit 3 Mann auf dem Eis. ETC-Torhüter Martinovic hielt sehr gut. Duisburg. Mit einem Alleingang von Sean McNeil. Der verschoss. Grimmitschau wurde im Mittelabschnitt torgefährlicher. Nach einer Strafe gegen den Fuchs Leo Stefan waren die Eispiraten in der 26. Minute in Überzahl und Bambridge erzielte die Führung. Bambridge lässt sich vor Patrick Kosloff im Tor viel Zeit und spielt ihn gekonnt aus. Nach Strafen gegen Dietrich und Van der Meer könnte Duisburg im 5:3 Powerplay ausgleichen. Aber es war nicht der Tag der besten Überzahlmannschaft der Liga. 37. Minute. Grimmitschau kann gegen einen sehr schwach wirkenden Gegner immer leichter aufspielen. Reinke auf Heine und der erhöht auf 0:2 für den ETC. Reinke spielt mit Ruhe und Übersicht gezielt auf den ungedeckten Heine, welcher Kosloff im Tor gekonnt tunnelte. Es gab grelle Pfiffe von den 1000 Füchse-Anhängern im Stadion. Grimmitschau im Powerplay. Nach einem Abspielfehler von Klotz kann Hugo Boysworth kontern. Er scheitert am hervorragenden Martinovic im Tor. Grimmitschau im Angriff über Klotz und Ryan Smith. Smith kommt allein vor Füchse-Torhüter Kosloff. Leider ohne Torerfolg. Duisburg mit einem von vielen erfolglosen Angriffen. Grimmitschau kontert. Über Erik Schneider, welcher zum 0:3 Endstand für die Eispiraten einschoss. Die Duisburg-Fans auf den Rängen jubelten Grimmitschau zu. Mit dem dritten Sieg in Duisburg überhaupt schaffte Sinisa Martinovic sein erstes Shutout der Saison. Das heißt, er kassierte kein Gegentor. 30 mitgereiste EDC-Anhänger feierten den überraschenden Auswärtserfolg. Nach so viel Jubel blieb die Mannschaft auf der Heimfahrt bei Kassel stecken. Ein umgestürzter LKW blockierte die Fahrbahn, sodass das Team nach einer langen Nacht erst 7 Uhr morgens zu Hause ankam. Ja, sicherlich bin ich sehr zufrieden, wenn du auswärts ohne Gegentor spielst, ist das immer irgendwie schön. Aber es war ein sehr schweres Spiel, vor allem die Situationen, die wir in dem ersten Drittel hatten, diese Unterzahlsituationen, da war natürlich immer Gefahr da, aber die Mannschaft hat gekämpft, hat alles gegeben und wir haben diese Phasen gut überstanden.
weil wäre da vielleicht das eine oder andere Tor gefallen, wäre sicherlich das Spiel ein bisschen anders vielleicht für uns oder viel schwieriger gewesen. So war das natürlich ja mit jedem Unterzahl, was wir gut überstanden haben gegen diese Top-Mannschaft, die das beste Powerplay-Spiel hat in der Liga, war für uns so also Zusatzmotivation und sagen, also die Mannschaft hat alles gegeben und wir sind froh, dass wir uns für die zwei Niederlagen heute mit einem Sieg so teilweise revanchieren konnten.